Ja, und was bedeutet das jetzt alles für die Leistungsfähigkeit von Kafka? Ein paar Zahlen hier noch zum Schluss rausgegriffen. Eine typische Zahl, die man immer wieder findet, ist, dass Kafka in der Lage ist, auf typischer Serverhardware 100.000 Nachrichten pro Sekunde pro Knoten zu bewältigen. Es gibt aus dem Jahr 2014 einen bekannten Blogpost von einem LinkedIn-Mitarbeiter, wenn ich mich recht entsinne, der auf drei Three Cheap Machines aus dem Jahr 2014 2 Millionen Schreiboperationen pro Sekunde gemessen haben will. Das klingt sportlich, aber möglicherweise machbar. Der Artikel war eigentlich ganz plausibel soweit. Wenn Sie versuchen, Kafka in der Cloud zu laufen zu lassen, also nicht auf eigener Hardware unter eigener Tuning-Kontrolle, sehen Sie etwas andere Zahlen. Sie sehen dann sowas wie 50 bis 300.000 Events pro Sekunde mit drei virtuellen Maschinen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist immer noch ganz respektabel, nicht? Also 300.000 Ereignisse pro Sekunde müssen Sie erstmal zusammenbekommen in einer Anwendung. Und wenn Sie das schaffen, dann haben Sie vielleicht auch genügend Geld, sich noch einen vierten Knoten, eine vierte virtuelle Maschine dazu zu kaufen. Denn tatsächlich, das ist etwas, was man immer wieder sieht bei verschiedenen Experimenten, Messungen für Kafka. Eskaliert ganz gut. Eskaliert ganz gut, wenn Sie weitere Server zu einem Cluster hinzufügen. Die Last lässt sich ganz gut verteilen. Das liegt auch an diesem eigentlich ja doch relativ eingeschränkten Modell zu sagen, eine Partition muss auf einen Cluster passen, eine Partition kann vielleicht auf zwei andere Kollegen noch repliziert werden, aber das ist es auch. Es werden keine sehr komplizierten Dinge wie Aufteilen von Partitionen, Zustand verteilen über mehrere Cluster im Sinne von, wer hat jetzt wohin gelesen, was sie viel Zeit kosten würde während der Leseoperation. Also von daher, das ist durchaus plausibel zu denken, dass sie vernünftige Skalierungen bekommen, wenn Sie weitere Server hinzufügen. Es gibt da jetzt noch so ein neues Mitglied in diesem Zoo. Palsa behauptet, dass es ähnliche Dinge kann wie Kafka, aber schneller sei. Da gibt es jetzt einen Artikel dazu, den ich kenne. Das klingt zwar plausibel, aber wer kann das schon wissen, ob sich das langfristig bewahrheitet? Auch da generell, es gibt nicht das eine seligmachende System. Sie müssen sich angucken, was für Ihre Anwendung, für Ihren Kontext das jeweils richtige, die jeweils richtige Lösung ist. Um das noch ein bisschen zu vergleichen, es gibt reichlich Message-Queuing-Systeme, die sich in ihren Semantiken immer so ein kleines bisschen unterscheiden. Jedes ist so ein kleines bisschen anders. Es gibt so Ideen dazu, einen Open-Messaging-Standard zu bauen, aber ich bin da ehrlich gesagt eher skeptisch. Und auch ein relativ komplexes System wie Kafka ist nicht unbedingt das, was Sie haben wollen. Sie zahlen einen Preis für die coolen Fähigkeiten, die Kafka hat, Konsumergruppen, die ihn und so weiter und so weiter. Möglicherweise ist einfacher besser, KISS, keep it simple, wenn Sie dieses ganze sophisticated Zeug nicht brauchen. Es gibt ein typisches Beispiel, es ist auch ein recht bekannter Blog-Eintrag, wo jemand von seinen Erfahrungen schreibt, wie er Log Aggregation, Zusammenziehen von Logfiles von Servern, von einem Kafka-Cluster auf ein Zero-MQ-System migriert hat. Und man spürt die Erleichterung des Menschen, der vieles, vieles einfacher in seinem Leben hatte, nachdem er das getan hatte. Wesentlicher anderer Konkurrent ist RabbitMQ im Vergleich zu Kafka. Mein Eindruck ist, wie gesagt, ich bin kein Marktforscher, aber mein Eindruck ist, wenn ich mir Papers und Veröffentlichungen angucke, das sind so die beiden wesentlichen Kontrahenten, die in diesem Feld unterwegs sind. Allerdings, sie geben nicht genau die gleichen semantischen Garantien, das ist alles ein bisschen unterschiedlich. Von daher ist es immer schwieriger zu sagen, aber damit bekomme ich 5% mehr Durchsatz. Erfahrung wird auch typischerweise sein, die 5% mehr Durchsatz machen den Kohl nicht fett. Da sind dann andere Dinge wie Wartbarkeit, wie Integration in ihr sonstiges Umfeld erheblich wichtiger. Faktor 10 mehr Durchsatz macht einen Unterschied, 5% wird praktisch keinen Unterschied machen. So, und ich möchte noch einen Schritt zurückgehen und das werde ich am Ende des Kapitels auch nochmal erzählen. Ich möchte nochmal auf den Zusammenhang zwischen Message Queuing und Microservices eingehen. Es ist eine naheliegende Idee und Nachrichten-Queues, Message-Queues
auch gerne mal als Message Bus bezeichnet, sind ein natürlicher, ein wirklich schöner Fit, um Microservices zusammenzukoppeln. Diese Idee des Zusammenkoppelns von Microservices, das finden Sie oft dann auch in verschiedenen Terminologien. Nicht? Sie haben diese Idee der Message Queue. Macht zumindest in meinem Kopf die folgende Vorstellung auf. Ich habe meinen Microservice 1 und dann habe ich hier meine Warteschlange dazwischen und dann habe ich da meinen Microservice 2. Na gut. Und jetzt weiß ich ja noch, dass das ein Decoupling in Identity sein soll. Und dann habe ich hier meinen Microservice 2' und meine dritte Instanz davon, meinen Microservice 2'. Und alle die bedienen sich aus dieser Queue. Und in diese Queue kann ja vielleicht auch noch ein anderer Microservice 0 einfüttern. Das ist so ein Bild. Ne? Die Warteschlange steht dazwischen und dann haben Sie hier wieder die nächste Warteschlange, in die Sie hier einfüttern. Und an diesem Bild ist auch nichts falsch. Funktional praktisch äquivalent, nur eine etwas andere Denke, ist diese Vorstellung eines Message Buses. Und das kommt jetzt eher so aus der Hardware-inspirierten Denke zu sagen, naja, Sie haben Ihre einzelnen Komponenten, Ihren Microservice 1 und Ihren Microservice 2 und Ihre nächste Instanz von Microservice 2 als Microservice 2'. Und die hängen Sie an einen Bus an. Nicht so ähnlich, wie Sie eine Karte in einem Rechner einstecken würden, eine Netzwerk, eine Grafikkarte oder sonst irgendwas. So ähnlich würden Sie Microservices an einen Message Bus andocken, an den Sie dann Nachrichten injizieren oder daraus erhalten. Von der Realisierung her macht es keinen Unterschied. Es ist nur so eine gedankliche Vorstellung. Und hier sind eben diese Subscribes, bei denen Sie sagen, Topic gleich X ist für mich interessant. Und Sie lösen sich aus dieser Denke zu sagen, naja, ich muss jetzt meine Queues irgendwie genau in folgender Art und Weise organisieren, um jetzt Message Microservice 1 nach 2 nach 3 nach 4 mit Queue 1, 2, 3 jeweils zu verbinden. Die technische Realisierung ist nicht unbedingt anders, aber es ist vielleicht vom Entwurf eines solchen Microservice-Systems ein etwas anderer Gedanke. Okay, der zweite Gedanke, den man sich hier klar machen muss, egal ob das jetzt Queue oder Bus ist, Sie haben vielleicht Ihre MS1 und MS2 und MS3, die untereinander über Bus oder Queues jetzt Daten austauschen. Und dann haben Sie aber vielleicht noch eine andere Gruppe von MS4 und MS5 und MS6 sitzen, die semantisch irgendwas anderes machen, die auch andere Anforderungen haben, bei denen Sie vielleicht doch eine etwas andere Struktur brauchen, dann ist überhaupt nichts falsch daran zu sagen, dass Sie diesen einzelnen Gruppen von Microservices in Ihrem System separate Message Queuing Systeme 1 und Message Queuing System 2 zur Verfügung stellen. Das ist alles völlig okay und legitim. Sie müssen sich jetzt hier noch ein bisschen Gedanken machen, wie Sie hier das zusammenkoppeln. Da brauchen Sie dann vielleicht noch so eine Art Connector, um das zu tun, der in der einen und in der anderen Welt seine Daten lesen und einspeisen produzieren kann. Aber auch das ist ein gängiges Muster, das Sie dafür finden, zu sagen, Ihre einzelnen Gruppen von Microservices sind mit separaten Message-Queuing-Systemen versorgt. Das kann sogar sinnvoll sein, auch unter Security-Aspekten. Das kann so weit gehen, dass Sie Message-Queuing as a Service dann betreiben und sagen, okay, ich habe vielleicht mein zentrales, hauptsächliches Message-Queuing-System, an dem irgendein Microservice dranhängt, aber der erzeugt jetzt startet Container weitere Microservices bei Bedarf und erzeugt dafür auch in einem weiteren Container wieder ein eigenes Message Queuing System, an das er sich selbst dranhängt. Und das macht er vielleicht mehrfach, zum Beispiel für verschiedene Anwendungen, für verschiedene Kunden. Dann ist nichts daran falsch und es ist sogar oft sinnvoll und plausibel zu sagen, Sie partitionieren Ihren gesamten Verkehr, indem Sie für Gruppen von Microservices dynamisch eine neue Instanz eines Message Queuing Systems erzeugen. Das fällt Ihnen mit sowas wie einem Kafka-Cluster vielleicht ein bisschen schwerer als mit einem RabbitMQ.
Da steckt jetzt wieder sehr viel Teufel in sehr vielen Details, aber die Grundidee sollten Sie im Kopf haben, dass Sie diese Dinge auch dynamisch erzeugen können, dynamisch in einzelnen Gruppen zuweisen können und nicht versuchen, alles in einen einzigen großen Cluster zu packen. Das ist nicht unbedingt die richtige Idee. Wie Sie das im Detail machen, das hängt dann wieder an den konkreten Mustern Ihres Microservice-Systems. Da verweise ich auf die Kollegen in der Softwaretechnik wieder an der Stelle. Sehr schön. Damit sind wir hier auch am Ende dieser Diskussion für die Leistungseinschätzung, für die Struktur und für die Nutzung von solchen Message-Queuing-Systemen. Wir machen ganz am Ende nochmal eine Gesamtzusammenfassung für dieses Kapitel. Aber zunächst möchte ich mit Ihnen im nächsten Abschnitt dann nochmal auf ein Teilproblem, auf ein algorithmisches Teilproblem eingehen, das wir hier tatsächlich lösen müssen. Und das ist dieses Leader-Election-Problem. Aber zunächst mal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.